Herzlich willkommen zu diesem dreiteiligen Seminar mit dem Thomas. Ich bin ja nur die Beisitzerin und ich darf assistieren, ich darf wieder an deiner Seite sein, Thomas. Und ich möchte euch am Anfang neben dem herzlich willkommen heißen auch erzählen, wie wir dazugekommen sind und dass es mir heute wiederum eine besondere Ehre und Freude ist, dass so viele dabei sind, dass sich so viele gemeldet haben und dass wir drei ganz wertvolle Abende mit dem Thomas genießen werden. Es wird so in der Regel ungefähr, ja, ich denke, so 1,5 Stunden dauern. Ich habe geredet mit dem Thomas, weil er hat so viel Wissen und er wollte das in 2 Abende packen und ich habe dann gesagt, hallo, ich mache jetzt so viele Online-Seminare und Online-Vorträge. Ich würde herzlich bitten, wenn wir 1,5 Stunden machen, dafür eben auf 3 Abende verteilt. Deshalb, nur dass ihr das wisst. Wir haben eine Chat-Funktion, möchte ich euch unten nochmal kurz erklären. Da könnt ihr hineinschreiben. Die Uli Schabesberger hat schon hineingeschrieben, ein paar andere auch. Wenn ihr Fragen habt, ich schaue mir diese Fragen an, würde die sammeln, beziehungsweise wenn es reinpasst, dem Thomas gleich stellen, dass er nicht so abgelenkt wird von den Fragen. Ich gucke, vielleicht können wir im Anschluss dann auch Fragen stellen. Noch einmal der Hinweis, mein Mann sitzt 1 Stockwerk tiefer. Hallo zu ihm. Und er nimmt alle 3 Teile des Seminars auf. Thomas entscheidet dann, wie das geht mit den Aufnahmen und so weiter. Da wird er uns sicher im Anschluss auch noch etwas sagen. Er hat ein wunderbares Skript auch vorbereitet, so könnt ihr auch viel sehen. Thomas, noch ganz kurz am Anfang und das möchte ich einfach loswerden, weil das für mich auch so eine große Herzensfreude ist und so eine Ehre. Wie ich dem Thomas erzählt habe, dass mein Geschäft jetzt natürlich letztendlich nicht stattfindet mit meinen ganzen Vorträgen und meinen Seminaren und Fastengruppen und dass ich im Kopf habe, dass ich Online-Seminare machen möchte, war der Thomas sofort an meiner Seite. Sofort, er hat gesagt, Mann, das ist eine gute Idee. Er hat sich eingelesen, er hat getan, er hat gemacht, er hat sich mit dem Webex beschäftigt. Er hat mich so motiviert, dass ich heute auch hier sitze und sage, okay, das ist so genial in dieser Zeit. Du hast mir was geschenkt, was mich motiviert und was mich einfach glücklich macht, dass es in dieser Zeit auch Mittel und Wege gibt, andere zu treffen, anderen Wissen zu vermitteln und anderen mit anderen in Kommunikation zu treten. Und ich danke dir herzlich. Und weißt du, für was ich auch noch danke am Anfang? Für deine Antwort. Du bist großartig, weil du lachst und tust und machst und bist so neugierig und bist so spitzig. Du bist mein großes Vorbild. Und mein anderes großes Vorbild ist mein bayerischer Landsmann Karl Valentin. Den verehre ich. Und er hat gesagt, und den Satz möchte ich an den Anfang stellen, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Thomas, ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend jetzt mit dir. Ich bin an der Seite, ich werde diese Folien verwalten, whatever, was du möchtest. Und ihr genießt es und bitte schreibt in den Chat hinein, wenn etwas ist. Und wenn jemand etwas sagen möchte, dann schreibt er in den Chat rein, dann schalte ich ihn wieder an, das Mikrofon. Thomas, dein Wort, vielen Dank, dass du das mit uns jetzt gestaltest und dass wir das erleben. Danke. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bin jetzt bei allen groß im Bild. Herzlich willkommen zu diesem Abend über die Psychosomatik. Jetzt sehe ich aber nur ein N. Noch einmal an alle nah und fern zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt. Psychosomatik. Ja, in Beziehung mit der Biochemie nach Dr. Schüssler. Aber bevor wir die Psychosomatik mit der Biochemie in Verbindung bringen können, müssen wir mal Überlegungen anstellen zum Thema Psychosomatik überhaupt, zu diesem Wort oder zu dieser Thematik. Es geht ja dann im Wesentlichen noch um die Einschätzung, wo und wie wirken denn die Schüsslersalze? Haben die da eine Chance in der Psychosomatik oder wie ist das Ganze zu betrachten? Es soll nicht zu naiven Vorstellungen über Wirkungen kommen, aber auch keine Überschätzung. Überschätzung, da habe ich ein persönliches Thema, weil ich habe ja mit einem Schweizer sogenannten Naturarzt auch ein Buch schreiben wollen über Schüsslersalze, das wäre das erste gewesen. Aber dieser Herr hat gesagt, er gibt mit den Schüsslersalzen den Menschen Lernaufgaben. Ja, wie soll denn das gehen? Ich finde das eine
eine unglaubliche Überheblichkeit, hier die Menschen mit Schüsselersalzen Lernaufgaben zu geben. Das Wort teilt den Menschen in zwei Teile, in Psyche und Soma. Aber diese Körper-Seele-Teilung, das hat zur Folge, dass die Menschen viele Probleme nicht einordnen können, die sie erleben, täglich. Diese Zweiteilung kommt aus dem Griechischen, von Aristoteles, Plato, Sokrates. Die hatten dem Körper das Ideon gegenübergestellt. Und der Paulus hat dann dieses Denken, dieses zweiteilige Denken über Menschen in unsere weit verbreitete Religionsgemeinschaft, das Christentum, eingebracht. Aber jetzt in Kürze und schon ein bisschen ironisch, Körper wurde zum Wartegefängnis auf den Himmel. Wissen Sie, und wenn es den Menschen gut geht, dann geht es ihnen auch hier gut und sie fühlen sich nicht im Gefängnis. Ja, vielleicht vergessen sie sogar aufs Jenseits. Und ich muss ehrlich sagen, Leben ist immer jetzt. Und was nachher ist, werden wir dann schon sehen. Es hat um 1900 ungefähr eine große Unzufriedenheit, noch vorher, eine große Unzufriedenheit über diese Zweiteilung des Menschen gegeben. Da hat es die Frau Blavatsky gegeben, die Theosophie gegründet hat. Es hat den Rudolf Steiner gegeben, der die Anthroposophie gegründet hat, die ja heute noch eine große Rolle spielt für manche Menschen. Und Gerda Butler, die in der Esoterik-Szene wohl bekannt ist, hat den Menschen in vier Körper geteilt. Aber Körper, verschiedene Körper, wie ist das? Was haben die für Beziehung zueinander? Und dann gibt es nur für mich, immer bringe ich dieses Thema, den Stefano Sabetti, der ein Buch geschrieben hat über Psychosomatik. Und der war einfach der Einstellung, ja, Psyche und Soma ist mir zu wenig. Die Emotionen gehören ja auch noch dazu. Und er hat das Wort Psychoemosomatik kreiert. Aber letztlich können wir damit auch nicht zufrieden sein. Das werden Sie gleich sehen. Nun, im Mittelalter, das ist für mich noch ein Punkt, hatten die Menschen schon noch einen guten Zugang zum Organismus Erde. Den haben wir ja verloren, aber vielleicht in dieser Corona-Krise erholt sich die Erde. Vielleicht ist das auch etwas, was wir anschauen sollten. Aber gehen wir noch einmal zurück in das Mittelalter. Die Kirchen wurden nach Energiefeldern gebaut. Und da hat ein sehr bekannter Universitätsprofessor, Jörg Burner, ein Buch geschrieben, Radiästhesie, ein Weg zum Licht. Und hier hat er unter anderem auf der Seite 100, hat er die Orientierung der Kirchen und Kapellen in Irland gezeigt. Und ich kann das nur so von unten nach oben zeigen. Und er schreibt dann, Sie sehen das auch, die Kapellen sind alle, außer einer Ausnahme, nach Osten ausgerichtet. Und Osten hat ja auch für den Schlafplatz eine große Rolle. Dieser Jörg Burner hat überhaupt ganz intensiv gearbeitet über die Energiefelder, an die wir ankoppeln, wenn wir uns auf dieser Erde bewegen. Es gibt genug Vorbehalte gegen Routengeher, das kann ich verstehen, aber denken Sie, wir haben alle eine verschiedene Sensibilität und danach richtet sich dann auch das Ergebnis. Aber es gibt noch verschiedene Phänomene, die die Menschen nicht einordnen können. Die Atmosphäre eines Raumes, es sind sicher sehr viele oder nur sensible Menschen in dieser Gruppe jetzt. Und wenn sie in einen Raum hineingehen, ist er warm, anheimelnd oder ist er kalt, nüchtern, eher unsympathisch. Also so ein Empfinden gibt es ja auch. Oder ich habe Menschen erlebt in meinen Beratungen, die haben nicht gut geschlafen und die haben viel Geld ausgegeben für ihre Matratzen. Viel Geld, tausende Euro. Und haben nicht auf einen Spiegel geschaut oder auf den E-Smog,
der hier sehr wichtig ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich drücke es jetzt mundartlich aus, der Mensch schläft in der ärgsten Kraxen wunderbar, wenn die Energie dieses Schlafplatzes in Ordnung ist. Wir denken an die Energie der Nahrung. Kollert, Professor Kollert ist hier ein wesentlicher Forscher. Der Einfluss von Farben, er wird überbewertet unter Umständen, aber auch unterbewertet. Denken Sie, wie viele Menschen den Vollmond spüren. Und dann kommt aus dieser Zweiteilung eine extreme Formulierung von Dr. Müller, einem Psychotherapeuten, dass wir heute von einer seelenlosen Medizin sprechen, was aber nicht mehr so immer stimmt, und von einer körperlosen Seelsorge. Das habe ich erlebt in der Ausbildung in der Existenzanalyse, als unser Vortragender eine Depression vorgetragen hat. Und es war sowas von offensichtlich, dass diese Dame, von der er spricht, einen belasteten Schlafplatz hat. Und wenn jetzt Menschen auf der Suche sind, auf der Suche nach Hilfe für ihre Probleme, und es gibt genug Menschen, die nicht den Mut haben, wenn sie wissenschaftlich ausgebildet sind, zu ihren Klienten, zu ihren Ratsuchenden zu sagen, haben sie auch schon einmal an einen gesunden Schlafplatz gedacht. Der Professor Heine, ein wesentlicher Forscher für das Bindegewebe in unserem Körper, das ja wesentliche Bereiche ausfüllt, ein 70 Kilogramm schwerer Mensch hat 12 bis 14 Kilo Bindegewebe zwischen seinen 100 Billionen Zellen. Das ist noch einmal durchflutet von 12 bis 14 Litern Bindegewebsflüssigkeit. Das heißt, 40% von unserem Gewicht befindet sich zwischen den Zellen. Und der schreibt von der riesigen Bedeutung des E-Smokes. Und in diesem Artikel steht ja auch, dass der Michael Schumacher, der ja 7 Jahre alles gewonnen hat, nie in einem Hotelzimmer übernachtet hat, das nicht von einem Routengeher untersucht wurde. Ich habe eine Frau erlebt, die hatte wirklich eine Akne im Gesicht, 4 Zentimeter, also 2,5-3 Millimeter dick. Die hatte schon alles hinter sich. Ihre Ärzte, ihre Spezialisten, eine Hormonkur, eine Schälkur und was ich noch alles. Und meine erste Frage bei diesen, bei Menschen, ratsuchenden Menschen, ist die immer die nach dem Schlafplatz. Ja, wir haben eine tolle Kristallspiegelwand, den ganzen Schrank über. Aber die hat es ernst genommen und ihr Mann hat vor dem Haus gewartet und der Mann hat noch an diesem Abend sämtliche Spiegel entfernt. Und die hat ihre, und die, auch die Sicherung ausgedreht vom Schlafzimmer. Und die hat natürlich die Schüsslersalze eingenommen, die hier wichtig sind, die Cremen angewendet, die wir hier haben. Und die hat wirklich nach einem Vierteljahr ein Gesicht gehabt, das wirklich wunderbar war. Und es gibt einfach Doc-Hopper, ich würde heute sagen Therapeuten-Hopper, oder es sind viele Apotheker dabei, Apotheken-Hopper. Die hören mich nicht, die verstehen mich nicht und was immer. Und da gibt es einen einfachen Satz für alle. Die Beschwerden, die am Morgen am stärksten sind, sind wahrscheinlich am Schlafplatz. Und da sagt jemand zu Ihnen in der Apotheke, sage ich jetzt einmal einfach so praktisch, ja, ich brauche ein Tumorperin für meine Kopfschmerzen. Ja, fragen Sie doch, wann sind Sie denn am stärksten? Ja, am Morgen, nach 2-3 Stunden gehen die ja eh weg. Der braucht kein Tumorperin, der braucht nur einen Schlafplatz. Auch der E-Smoke hat eine riesige Bedeutung. Aber wir wollen uns ja weiter in Richtung Psychosomatik bewegen. Und ich habe schon gesagt, dass alternative Menschen mehrere Ebenen gesucht haben für den Menschen und hier in verschiedene Körper ihn aufgeteilt haben. In physischen Körper, Energiekörper, emotionaler Körper, seelischer Körper. Aber was ist dann mit der Aura und so weiter? Und ich habe im Laufe der Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit des Menschen, habe ich die Ebenen im Menschen entwickelt. Und jetzt bitte ich die Susanne, die Seite 5 uns zu zeigen.
die Zwiebel. So, kleines Momentchen hier, gell, die Assistentin muss jetzt hier den Laptop. Im Laufe der Auseinandersetzung mit allen Phänomenen, die der Mensch erlebt, habe ich, ja, da ist ein Rechtschreibfehler beim Wort Zeit, aber das macht nichts. Es haben sich 7 Ebenen herauskristallisiert, die wir ganz kurz besprechen werden. Der Körper, das Gefühl, die Energie, die Farbe, Bewusstsein, Charakter und Geist. Und die Zahl 7, die hat für mich eine besondere Bedeutung. Für mich ist es die Zahl des Menschen. Und im Laufe der Auseinandersetzung, wo sich die Ebenen ergeben haben, waren es dann 7. War für mich eine Bestätigung, wie immer. Es gibt die 7 Tage der Woche, es gibt die 7 Planeten. Und für die Menschen, die noch auch in der Religion sich sehr bewegen, die 7 Gaben des Heiligen Geistes, die 7 Todsünden und so weiter. Da. Ich bleibe einmal bei den 7 Tagen der Woche. In der Französischen Revolution wollte man auf eine Woche umstellen mit 10 Tagen. Das ist nicht geglückt. Wir gehen wieder von dieser Bibel weg. Die Ebenen, ich spreche deshalb von Ebenen, weil sie ein Zusammenspiel haben. Sie haben eine Eigenbeweglichkeit, aber sie beeinflussen sich gegenseitig. Und es gibt, und das ist das Allerwichtigste, es gibt keine Wertigkeit zwischen diesen Ebenen. Das ganze System Mensch ist wertvoll. Und ich habe da, und es geht ja auch um die Integration aller dieser Ebenen, dass man keine ausschließt. Das werden wir dann noch bei den Charakterlandschaften kennenlernen. Und ich habe da vom Uwe Albrecht, der da sehr viel macht mit neuer Heilung, und von dem habe ich ein Wort, der hat Homo sapiens, also der weise Mensch, abgeändert in Homo integer. Und integer würde heißen, dass alle Ebenen, dass der Mensch alle Ebenen integriert. Und wissen Sie, es gibt Sätze, die wirklich bedenklich sind, wie zum Beispiel, woran die Seele nicht arbeiten will, daran muss der Körper leiden. Sagen Sie mir, wie geht denn das in einem System, das alles Ebenen umfasst und wenn es ein Problem gibt und wenn die Seele leidet, was immer jetzt die Seele ist, das müssen wir auch noch anschauen, wenn ein Teil leidet, leidet das ganze System. Ich kann das nicht separieren und sagen, woran die Seele nicht arbeiten will, muss der Körper leiden. Das geht nicht. Und das ist nur die Folge des kausalen Denkens. Es gibt aber auch keinen Automatismus zwischen diesen Ebenen. Und vielleicht können sich manche noch an den Herrn Hammer erinnern, mit der Olivia, der behauptet hat, wenn man die krankmachenden Strukturen im Charakter ändert, ja, wenn man die ändert, dann geht der Krebs weg. Aber die Arbeit an den Strukturen ist die Arbeit am Charakter. Und dass dann automatisch über alle diese Ebenen bis in den Körper hinein Veränderungen stattfinden, das spürt nicht. Das heißt aber auch, wenn ich Probleme, Krisen, gesundheitliche Belastungen anschaue, dann muss ich mal schauen, wo kommt denn diese Belastung her? Und dann kann es oft sein, dass nicht eine Ebene eine Intervention braucht, sondern mehrere Ebenen. Es kommt zur sogenannten konzertierten Intervention. Und alle Ebenen, das möchte ich noch einmal einführend jetzt sagen, da gibt es ein Prinzip vom Gröberen zum Feineren, und zwar auf allen Ebenen. Beim Körper, von den harten Knochen über die Sehnen, Bänder, Muskeln, Organe bis zum flüssigen Blut. Bei den Gefühlen, von den starken Gefühlen bis zu den feinen Schwingungen. Also Wut, Zorn, Hass bis zu den feinen Schwingungen, Sympathien. Oder vom vitalen Hungergefühl bis zum feinen Empfinden der Genießer. Und beim Charakter, da gibt es eben die grobschlächtigen, sage ich jetzt einmal, die groben Charakterstrukturen gegenüber im Fluss. Und wenn das weitergeht, bis zu den feinsinnigen Menschen mit dem fein strukturierten Gefüge. Und der Mensch ist mit seinem Körper, ja, das ist das größte Geschenk, das wir haben, dass wir auch in dieser Welt uns bewegen können, anwesend sind.
Wissen Sie, ich betone das sehr und vor allem den Wert dieses Menschen. Und Sie haben nur diesen einen Körper. Das bringt auch die ganze Verantwortung, die wir für diesen Körper haben. Und er ist der Umgebung, den Einflüssen ausgesetzt, von Klima, Nahrung, Wechsel, Tag und Nacht und so weiter. Denken wir an die Umweltbelastungen, an die Agrarindustrie, an die Nahrungsmittelchemie, wo wir wirklich eigentlich, ja, ich kann sagen, das Beste ist gerade gut genug. Ich schätze es, wenn ich durch Kennenlernen und Bekanntschaft einmal von Kars Kurt, am Karskrück, am Speckkrück von einem Bauern, der das selber gezogen hat. Oder wenn es Gemüse gibt, jetzt in diesen Kisten, die verteilt werden. Und wir haben jetzt einmal den Körper uns angeschaut und gehen vom Körper zur Ebene des Gefühls und des Gemüts. Ich habe ja, wie wir das Handbuch geschrieben haben, hat ja auch ein Biologe die Texte angeschaut. Und dann hat er, es geht dann vor allem um die Nummer 4, das werden Sie noch hören, hat er beim Abschnitt Gefühle und Gemüt hat er mir zurückgeschrieben, Gemüt gibt es nicht. Und dann habe ich erst recht 2 oder 3 Seiten über das Gemüt geschrieben. Weil es gibt einfach ein sonniges Gemüt. Und ich bleibe beim sonnigen Gemüt. Und die Gefühle, die sind wie die oberflächlich kräuselnden Wellen in einem Teich. Und das Gemüt, das sind dann die tiefen Bewegungen in dem Gewässer. Unsere Gefühle leben in unserer Zeit gefährdet, würde ich so sagen. Cool is in. Und wissen Sie, dass der Konrad Lorenz, den leider nicht mehr so viele kennen, Nobelpreisträger, in den 70er Jahren ein Buch geschrieben hat, die 7 Todsünden der zivilisierten Menschheit. Er hat ein Kapitel geschrieben vom Kältetod der Gefühle. Du musst sachlich sein, du musst objektiv sein, du darfst nicht wehleidig sein, sozusagen die Gefühle wegschalten. Und das passiert oft in den Erziehungen, aber auch in unserem Leben, dass Gefühle nicht gefragt sind. Menschen können auch mit Gefühlen und Umständen gar nicht so gut umgehen. Und wenn man bei einem Bewerbungsgespräch dem neuen Chef erzählt, wie lieb und nett das Katzerl ist, was man hat, dann hat man halt den falschen Ort erwischt, dieses Gefühl zu äußern. Also das muss auch seinen Platz haben. Und weil oft Menschen mit den Gefühlen nicht so gut umgehen können. Wir sprechen ja, es gibt einfach die Frage, ist deine Gefühlswelt so alt, wie du bist? Und es gibt Menschen, bei Männern sagt man, der fühlt sich auch wie ein kleiner Bub, oder Frauen, die hier ihr Alter festhalten wollen und die ewig junge sein wollen, das sind auch Probleme, die natürlich mit unserer Welt, die wir leben, in der wir leben, zu tun hat. Es herrschen oft anerzogene Gefühle der Anständigkeit. Und wie viele Kinder haben gehört, gib die schöne Hand. Und was ist dann die andere Hand? Aber gib die schöne Hand, auch wenn dir die Ablehnung vom Onkel ins Gesicht geschrieben ist. Die Überwindung einfach von der ursprünglichen eigenen Empfindung. Und diese anerzogene Welt schaltet in tiefen Schichten dich aus. Und der Martin Buber, ich habe extra das Buch mir mitgenommen, das mir so wertvoll ist, Martin Buber, ich und schon, der schreibt, wenn man dann, würde ich fast sagen, in seinem anerzogenen Wohlverhalten fast erstickt, der schreibt, dass dann die Person, die ganz innerste Ebene, auf die wir jetzt gleich kommen werden,
dass die ein verborgenes Dasein führt, bis sie gerufen wird. Und das Problem ist nämlich, dass man sich, wenn man hier sich so vergraben hat, wenn man sich so isoliert hat, verkapselt hat, dass man selber nicht herauskommt. Man braucht Menschen, die einem wieder ins Leben rufen, die einem helfen, diese Strukturen, diese Zwänge, wir kommen gleich drauf, dass man diese Zwänge, dass man diese Tyrannen, die da oben sitzen, entmachtet, indem man sich emanzipiert. Emanere heißt, also das war der Gutsherr, der die Sklaven in die Freiheit entlassen hat. Emanere heißt aus der Hand geben, ja? In die Freiheit entlassen. Wir werden wahrscheinlich nie vollkommen aus unseren Tyrannen entkommen, die wir da so verinnerlicht haben in unserer Kindheit, in unserer Schulzeit, die so oft uns beherrschen, also ein wichtiges Thema wird bei den Charakterlandschaften. Es werden immer noch Reste geben und bei der Abarbeit, das wissen ja viele, die eine Ausbildung haben, ob Lebensberater oder Psychotherapeut, die wissen ja, wenn man so sich durcharbeitet, die letzten Strukturen, auf die man stößt, das sind dann die Väter und dann kommen die Mütter. Natürlich müssen wir bei den Drüsen noch beachten, also bei den Gefühlen noch beachten, dass Gefühle auf der körperlichen Ebene von Stoffen begleitet werden. Aber diese Stoffe sind nicht die Gefühle. Wie zum Beispiel bei der Angst, wenn Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet wird, das ist nicht die Angst. Das ist das, was auf der körperlichen Ebene in diesem ganzheitlichen System diese Ängste begleitet. Wenn ich das so trotzdem noch einmal bringe, ein Mädchen, brav, angepasst, folgsam, fleißig, Buben, ein richtiger Bub. Es gibt es immer noch, so ein braves Mädchen. Diese Rollenzuteilung, diese Fixierung, das ist ein wesentlicher Punkt, den Sie auch noch nachvollziehen können, wenn Sie sich mit den beiden Hemisphären beschäftigen. Man spricht hier von der männlichen und der weiblichen Hemisphäre, die ich voll diese diese Bezeichnung finde ich völlig irreführend. Wenn wir genauer hinschauen, haben wir die aktive Ebene, die ist in der linken Kopfhälfte, und die passive Ebene, die ist in der weiblichen Kopfhälfte. Und wichtig wäre, das wissen Sie ja mit dem Achter, dass man beide Hemisphären vereint. Und ja, dieses Auseinanderdriften von männlicher und weiblicher Hemisphäre hat zur Folge, dass so mancher Mann seine Frau vorstellt als seine bessere Hälfte. Dann frage ich, was ist er? Es gibt dann Paare, die... Ja, der ist zurücklaufen. Es gibt dann Paare, wo die sagen, wir ergänzen uns so toll. Ja, brauche ich einen Partner, der mich ergänzt, weil ich so bedürftig bin? Einen Partner, den ich brauche, brauche ich nicht. Es gibt dieses Ergänzungsmodell. Es ist nur ganz kurz. Mir geht es um ein Erweiterungsmodell. Meine Frau erweitert meinen Lebensbereich um ihren Lebensbereich. Und das wird noch ganz wichtig sein, das werden wir dann gleich noch bei der Nummer 2 hören, wie wichtig das ist, dass man auch von sich auf den anderen zugehen kann. Wenn wir die nächste Ebene anschauen in dieser Zwiebel, die Sie gesehen haben, dann kommen wir zur Ebene der Energie. Ja, wissen Sie, da hat es den Körper, das zeige ich jetzt einmal so, den Körper und die Seele gegeben. Und dazwischen war nichts. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, alles ist Energie. So. Ich habe da immer, immer sofort die Frage,
Also wenn alles verdichtete Energie ist, wo bleibt dann bei einer hübschen Dame der Charme? Es gibt Bereiche, die nicht Energie sind. Und die Farben, das ist dann das nächste Thema, die nächste Ebene, sind nicht Energie. Die sind mehr als ihre Energie. Also diese Pendelbewegung, dass jetzt alles Energie ist, das ist natürlich eine Überbewertung des energetischen Raumes. Natürlich ist die Energie wichtig für uns an unserem Körper. Wir haben Energiezentren, das wissen Sie, die werden als Chakren bezeichnet. Dann haben wir noch die Meridiane, die Akupunkturpunkte. Aber bitte bedenken Sie auch, dass die Zellen ein Energiefeld haben. Diese Ladung kann man messen. Und es ist der Körper mit seinen 100 Billionen Zellen sehr davon abhängig, wie sehr die Zellen aufgeladen sind, und zwar mit Ionen, Kationen und Anionen. Und das haben wir in unseren Mineralstoffen. Und ganz kurz, 80% der Stoffwechselprozesse des Körpers finden in den Zellen statt. Und das ist eine tolle Rehabilitierung von Dr. Schüssler, der ja die Zellen mit seinen Schüsslersalzen versorgen wollte. Und wir haben hier Kationen, Anionen. Kalium, Phosphoricum. Kalium als Kation, Phosphoricum als Anion. Und man spricht ja auch von der Aufladung mit Ionen in den Zellen. Und je besser die Zellen geladen sind, natürlich immer wieder bis zu einem Optimum, umso mehr Energie können sie tragen, ein umso stärkeres Energiefeld können sie tragen. Und das können Sie vergleichen mit der Batterie im Auto. In der Autobatterie haben Sie Platten, also chemischer Prozess, und die Autobatterie wird aufgeladen durch die Lichtmaschine, aber im Auto haben wir eine Laderegelung. Wenn die Batterie gefüllt ist, dann wird nicht mehr aufgeladen. Der Mensch hätte auch so eine Sensibilität. Wenn er überladen ist, wird er kribbelig, unruhig. Und dann sollte man sehr fühlig werden auf diese Empfindungen. Wenn man zum Beispiel auf einem Platz sitzt, wo man sich nicht wohlfühlt. Oder ich habe in Kärnten einmal erlebt, 200 Leute da auf Vortrag, bin vor einem Podium gestanden und das war höchst unangenehm. Bin mindestens einen Meter zur Seite gewichen, bis der Platz gepasst hat. Also das ist etwas, was wir uns genauer anschauen. Wetterfühlige Menschen spüren den Abfall vom Energiefeld, weil sich bei Veränderungen der Witterungslage auch das magnetische Feld der Erde verändert. Die Mondphasen haben einen Einfluss. Die Einflüsse der energetischen Strahlungen des Organismus Erde. Wissen Sie, und dann schimpfen Menschen auf die Wasserarten. Aber es gibt sie. Alles, was es gibt, gibt es. Und das wollen wir einfach wertfrei annehmen, dass es das gibt. Und ich habe eine Bekannte im Oberpinzgau, die mit Schüssler mit mir verbunden war, die gesagt hat, was Thomas, wenn es mir so schlecht geht, dann sitze ich mit 10 Minuten auf meiner Wasserader, da bin ich so richtig aufgeladen. Ja, aber 10 Minuten. Wir müssen einfach lernen wieder mit dem Organismus Erde leben. Aber auf das Energiefeld wirken auch vom Menschen produzierte Energie. Der Schlafplatz sollte frei von Spiegel und Strom sein. Man kann die Sicherung ausdrehen. Okay. Dann sieht man ja nichts mehr, aber ja, wissen Sie, Sie haben sicher einen Astzins. Ja, aber wenn die Sicherung ausdreht, dann habe ich ja keinen Radiowecker mehr. Bitte, es gibt einen Batteriewecker. Ich habe so viele Argumente erlebt, aber ich habe so viele Hilfen erlebt, dadurch, dass Menschen ein Netzfreischaltgerät in den Sicherungskasten haben einbauen lassen. Und dann reduziert dieses Gerät die Spannung im Schlafzimmer von 220 auf 4 Volt. Und man hat den Strom, wenn man ihn braucht, und er ist weg, wenn man ihn nicht braucht. Und wenn Sie da Informationen brauchen, gehen Sie bitte zum Dr. Google.
habe ich in der Türkei auch gesagt, für Google, hat die Fatma gesagt, wir sagen in der Türkei nicht, wir sagen Onkel Google. Also gehen Sie zum Onkel Google und geben Sie Netzfreischaltgerät ein oder Netzabkoppler. Und Sie werden genügend Informationen bekommen. Zum Schluss noch vom Energiefeld die Bedeutung der Ionen. Die Ionen, das sind negativ geladene Strukturen in der Luft, die wir dringend brauchen. Im Indischen wird das Prana genannt. Und das atmen wir ein, wenn wir eine ionenreiche Luft haben. Die haben wir am Meer und in den Bergen. Und dort finden Sie auch die Menschen, die Urlaub machen. Die Föhn, Stahlbeton und die Stadtluft hat wenig Ionen. Und es kommt zum Energieabfall und ein Zeichen für den Energieabfall sind auch Kopfschmerzen. Aber die werden ja auch. Es gibt nun umstrittene Diagnosemethoden, was das Energiefeld betrifft. Es hat Konsequenzen. Die Kirlian-Fotografie. Angeblich fotografiert man hier das energetische Feld. Ich bin einmal vorsichtig. Aber ich habe einen alternativen Arzt erlebt, der hat einer Frau aufgrund dieser Fotografie einen Krebs diagnostiziert. Das ist eine sehr problematische Diagnose, eine sehr belastende. Die Frau war sehr begütert, hat sich untersuchen lassen mit den modernsten Untersuchungen, also nicht MRT oder so. Und man hat keine Zelle gefunden. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Was man im Energiefeld findet als Struktur, das muss sich im Körper noch nicht manifestiert haben. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Genauso wie eine Charakterstruktur, die belastend ist, noch nicht unbedingt im Körper sich auswirkt. Und dann gibt es die Bioresonanzmethode. Eine Schweizer Forschergruppe hat die Bioresonanzmethode in Grund und Boden verdammt als Charlatanerie. Aber überlegen Sie bitte, auf der körperlichen Ebene wurde die Auswirkung einer energetischen Intervention gesucht. Themaverfehlung, würde ich hier sagen. Gut, ich habe schon über Spiegelstrom und Erdstrahlen gesprochen. Also wenn man Müdigkeit am Morgen hat, bitte, bevor man, also da braucht man dann, ich weiß nicht, wie viele Tassen Kaffee, dass man in Schwung kommt. Ja, dann sollte man doch an den Schlafplatz denken. Wir gehen jetzt zur Energie, also Ebene der Farben. Das Erste, was ich hier anmerken will, ist, dass die Energiezentren des Menschen, die Chakren, überwiegende Farben haben. Und momentan ist natürlich hier mein kommunikatives Zentrum sehr aktiv. Das hat die hellblaue Farbe. Hier das Stirnchakra, da ist auch die Zirbeldrüse verbunden, das dritte Auge, dunkelblau. Und dann haben wir ganz oben das Scheitelchakra, ist violett. Violett ist die Farbe der Spiritualität. Und Priester haben in der Zeit des Advent und der Fastenzeit ein violettes. So, jetzt fällt mir der Fachausdruck nicht ein. Also eine violette Kleidung an. Die Farben haben eine besondere Bedeutung. Es gibt Zeiten, wo wenig Farben sind. Die längste Zeit, wo es keine Farben gibt, ist das Frühjahr, wenn der Schnee weg ist und dann bis es wieder grün wird. Ja, wenn es grün wird, da freuen sich vor allem die herzkranken Menschen, dass endlich wieder Energien kommen. Und im Herbst ist auch eine lange Zeit. Und jetzt kommt noch was dazu. Die Energie schaltet die Natur schaltet die Energie zurück im Herbst. Und im Frühjahr springt sie an. Und so wackelige, stotternde Motoren schaffen das nicht mehr. Und es gibt die meisten Todesfälle eben im Herbst und im Frühjahr. Das hat eine große Bedeutung, dass man sich das anschaut. Eine Nebelzone, die wochenlang dauert, hat zur Folge, dass manche Menschen bedrückt werden, niedergedrückt sind im Gemüt. Werden entsprechende Medikamente vielleicht sogar verschrieben. Aber das Beste,
Medikament wäre, wenn man die Menschen auf den großen Berg schickt, wo sie wieder in die Sonne kommen und mit Farben versorgt werden. Also bunte, denken Sie an die Kinder, wie bunt die sind. Bunte Tücher, farbenprächtiger Blumenstrauß, hebt die Stimmung, verbessert das Wohlgefühl. Auch in der Nahrung spielen die Farben eine Rolle. Wir essen die Farben. Der grüne Salat, die Paprika, das Trio, nicht? Dann rote Tomaten, gelbe Karotten, dann die Rohnen, also rote Rüben oder rote Beete, wie immer die bezeichnet werden. Und nicht umsonst haben wir in unserer Sauna eine Farborgel montieren lassen, damit wir wirklich mit den Farben versorgt werden. Und wenn wir, jetzt haben wir schon den Körper, dann die Gefühle, das Gemüt, die Energie und die Farben als Ebenen kurz beschrieben. Und wir gehen jetzt zur Ebene des Bewusstseins. Das ist jetzt das heikelste Thema, weil das Bewusstsein wird oft mit der psychischen Ebene gleichgesetzt oder sogar mit der seelischen Ebene gleichgesetzt. Wir sind in einer Zeit der Bewusstologie, der Gehirnakrobatik, würde ich sagen. Und ich habe jetzt doch einige Gespräche, vor allem auch, was die Problematik Corona und so weiter und so fort betrifft, und habe immer wieder festgestellt, wie die Menschen mit ihrem Verstand, mit ihrem Bewusstsein immer bei den riesigen Problemen sind. Bist du in der Welt, von der du weißt, oder bist du in der Welt, in der du lebst? Und in dem Moment, wo es Nachrichten gibt, die mit mir nichts zu tun haben, kann ich sagen, das geht mich nichts an. Diese korrekte, konsequente Trennung der Mitwelt und der Umwelt ist etwas ganz Wichtiges, und befreien Sie sich von allzu vielen Gedanken über diese Zeit. Es machen sich genug Wissenschaftler, Spezialisten und so weiter Gedanken. Keine Frage. Und Gott sei Dank machen sie das auch. Aber wir sollten uns Gedanken über das Leben machen, in dem wir sind. Das ist die primäre Welt. Es gibt noch die innere Welt natürlich, die Welt der Gedanken und so weiter, keine Frage. Und diese Welt des Bewusstseins hat ja sehr viele Bereiche. Die Vernunft, die Logik, den Verstand, das Denken, das Gedächtnis, die Erinnerungen, die Attraktionen, die Meinung. Heuer ist der Regen rar und die Trockenheit macht den Bauern zu schaffen. Aus dem ich vortrage, das habe ich der Frau Flinch, der Nana, zur Verfügung gestellt. Das bekommen Sie alle nach dem dritten Vortrag als Mail-PDF zugesandt. Du hast genickt. Es gibt viele Zusammenhänge. Ja, danke schön. Warum sind wir so sehr im Bewusstsein, im Denken? Und da gibt es einen ganz kurzen Hinweis. René Descartes hat den berühmten Satz geprägt, cogito ergo sum. Er hat seine Existenz begründet mit seinem Denken. Ich sage Ihnen was, die Welt würde anders ausschauen, wenn er gesagt hätte, ich fühle, also bin ich. Oder ich spüre, also bin ich. Denken, fühlen, spüren, also ich bin zum Herz und dann zum Bauch. Denken, fühlen, spüren, das sind drei wichtige Ebenen des Menschen. Und da kommt es wieder zum Extrem, wenn jemand sagt, ich lebe nur mehr aus dem Bauchwasser. Für was hat der Gefühle und den Verstand bekommen? Es geht um ein wohl ausgewogenes Maß dieser drei Ebenen. Die Neos verstärken heute ihre Kritik an der Regierung wegen des großen Datenskandals, den sie aufgedeckt haben. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass es wesentliche Hinweise gibt, dass in Deutschland die Gefährdung des Menschen massiv zurückgegangen ist. Aber das Gefühl der Menschen, dass sie gefährdet sind, hat massiv zugenommen. Also ein Widerspruch. Und auch hier wäre es gut,
wenn man zwischen Mitwelt und Umwelt unterscheidet, und ich habe so in manchen Seminaren schon gefragt, na, wie viele Tote haben Sie schon im Fernsehen erlebt? Und dann reichen ja ein paar hundert gar nicht. Und dann sage ich, und wie viele Tote haben Sie in Ihrem Leben schon erlebt? Dann sind das eins oder zwei oder drei. Und da sehen Sie schon diese Diskrepanz. Und 80% der Fernsehsendungen sind mit Gewalt und Brutalität gefüllt. Und wir kommen jetzt zur vorletzten Ebene, die Ebene des Charakters. Und das ist eine ganz entscheidende Ebene. Die Strukturen, die wir ausgebildet haben, die Modelle des Verhaltens, die Gewohnheiten, das Selbstverständnis, der Entwurf des eigenen Lebens, die Auseinandersetzung mit diesem Entwurf. Hier ist das Selbst, das gewordene Zuhause. Der Charakter ist der Boden, also auf diesem Selbst, ist der Boden, auf dem die Gedanken wie Gewächse emporsprießen. Es ist also nicht vordringlich, die Gedanken zu beherrschen. Vordringlich ist es, die Arbeit am Charakter. Da gibt es von Fritz Künkel ein Buch, Die Arbeit am Charakter, ist schon aus den Jahren 91, aber immer noch sehr wertvoll. Das Selbst, da gibt es zwei Sätze, die ich Ihnen jetzt gegenüberstelle. Das habe ich selbst gemacht. Das habe ich gemacht. Merken Sie, wie der Satz, das habe ich gemacht, tiefer geht, wesentlicher wird? 2017 wechselt als Kabinettschef und zum Bundespräsidenten. Und es ist so wichtig, dass dieses Selbst auch einen Wert hat. Keine Frage. Selbstwert ist ein wesentlicher Wert. Und aber noch wichtiger ist auch, sich selbst auf die Spur zu kommen. Wissen Sie, auf die Spur seiner Strukturen. Und die Strukturen, die sind ja oft im Unbewussten. Das hat ja auch seine Gründe, warum wir die verdrängt haben. Und es ist gut, wenn ich vertraute Menschen habe, die sich auch mit mir auseinandersetzen, nicht nur ich, mich mit mir selbst. Und dass man hier selbst sich auf die Spur kommt. Wer bin ich? Wie bin ich? Und da kommen wir zur letzten Ebene, zur Ebene des Geistes, des Temperaments der Person. Der tiefste Grund des Menschen. Und diese tiefe Ebene, das berührt mich immer noch aus dem Alten Testament, ich war ja auch Religionslehrer. Einer der wichtigsten Sätze für mich heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich gerufen. Und ich denke immer, wie oft Mütter ihre Kinder beim Namen rufen, ins Leben rufen. Und da eben habe ich noch einmal dieses Buch, Ich und Du. Dieser Martin Buber ist einer der wesentlichen Theologen des 20. Jahrhunderts für mich. Für Viktor Frankl, wo ich die Ausbildung habe, heißt die geistige Ebene, diese tiefste Ebene, Person. Für Peter Schellenbaum und andere, ich habe ihn sogar kennengelernt, das wahre Selbst. Für Carl Rogers ist es das organismische Bewusstsein. Für Johannes Tauler der Grund, Teresa von Avila die innere Burg. Und der Meister Eckhart hat diese tiefste Ebene das Fünklein genannt. Und diese tiefste Ebene, die Person, ist unendlich offen für die vielfältigen Anfragen des Lebens. Von erfinderischer Intuition und Kreativität, was die Bewältigung von neuen Situationen angeht. Und der Viktor Frankl hat das treffend formuliert. Die Person ist im Menschen das, was sich zu welchem Sachverhalt auch immer frei verhalten kann. Und ich habe da immer ein Beispiel. Und du kannst ein Kind zwingen, dass es etwas isst. Aber du kannst es nicht zwingen, dass es ihm schmeckt. Diese tiefste Ebene ist eine wichtige
Und es gibt Menschen, die vielleicht ein bisschen festgefahren sind in ihrem Verhalten. Und wenn du zu denen bei einem Problem sagst, der eine Lösung hat für sein Problem, das könnte man vielleicht auch noch so oder so machen, das wäre gut. Nein, ich weiß, was ich zu machen habe. Gut, das habe ich mit einer Kindergärtnerin durchgesprochen. Wenn du zu einem Kind, das es spielt und was macht, zu dem sagst, das könnte man so oder so auch machen, sagt das Kind, na wirklich, und probiert es aus. Hoffentlich. Der Grundwert, der ganz tief liegt, auf dem alles aufruht, eben auch das Selbst. Selbst bekommt seinen Wert durch den Grundwert. Der Selbstwert, das Selbstverständnis, die Selbstbehauptung, die Selbstverwirklichung. Den Ego-Trip, den gibt es nicht, wenn das Selbst auf einem Grund aufruht, weil dann der Mensch angemessen handelt. Diese Angemessenheit ist eine wichtige Sache. Und jetzt fragen wir uns, wie ist es denn mit unseren vielen Interventionen, die wir machen können? Auf welche Ebene wirken sie denn? Und da bitte ich die Nana jetzt, die Seite 21, uns zu zeigen. Und da haben Sie jetzt zwei Seiten haben wir da. Natürlich, auf der körperlichen Ebene wirken Maßnahmen auf Gebiet der Ernährung. Aber diese Ernährung hat auch Auswirkungen auf das Gefühl, auf das Gemüt, das wissen wir, vor allem die Kräuter. Die Mineralstoffe wirken auf der körperlichen Ebene. Körperliche Ebene und Gefühlsebene, Heilkräuter und Tees. Auf der körperlichen Ebene die Nährstoffe. Vielleicht geht die Massage über die körperliche Ebene bis in die energetische Ebene. Auch die Osteopathie. Aber eindeutig energetische Ebene ist die Akupunktur. Und auch die Bioresonanzmethode. Haben Sie sich schon einmal überlegt, auf welche Ebenen die Blüten nach Dr. Bach gehen? Ich schätze den Julian Banner und seine Healing. Die Gefühlsebene und die Ebene der Farben. Denken Sie an die Pflanzen, die Blüten, wo hier die Farben eine Rolle spielen. Und natürlich, Bach selber hat die Gemütsebene in seinen Büchern immer angesprochen, dass Störungen auf der Gemütsebene große Probleme machen können. Und ich habe das selber erlebt, nach einem Unfall, total, also ein Drittel unserer Motorhaube war beschädigt und vieles andere mehr. Und wir sind nach im Rettungstransport im Spital gewesen. Und dann hat meine Frau durch die Tochter die Rescue-Tropfen, die Five Flower heißen es, beim Julian Banner bringen lassen. Hat das auf in einem Glas Wasser verdünnt und mir gegeben zum Trinken. Und ich weiß heute noch, welche Entlastung hier mir das gebracht hat. Und da stehe ich dazu und das ist mir ganz wichtig. Obwohl ich sonst kein Blütentherapeut bin. Und wenn wir die nächste Seite anschauen, gleich eine Seite weiter, haben wir die Gefühlsebene mit den Aromastoffen, dann die körperliche Ebene noch mit den Niedrigpotenzen der Homöopathie, da spricht man ja von den Niedrigpotenzlern, die energetische Ebene, mittlere Potenzen und die charakterliche Ebene, Hochpotenzen, die Ebene der Farben, die Farbtherapie, Energie und Farben, die Edelsteine. Wissen Sie, gerade bei den Edelsteinen, die werden total unterschätzt. Ich habe eine Frau erlebt, ist zu mir gekommen, niedergedrückt und hat sich so in den Sessel fallen lassen. Und ich habe sie angeschaut und mir ist sofort eine Blutsteinkette, eine massive Blutsteinkette ins Auge gestochen. Und dann habe ich es gefragt, seit wann sie Beschwerden hat, das hat sie mir dann gesagt. Dann habe ich es gefragt, seit wann sie diese Blutsteinkette trägt. Dann hat sie gestutzt, hat mir angeschaut, hat gesagt, glauben Sie das wirklich? Habe ich gesagt, ja, ich glaube das. Diese Kette, die Sie da haben, da reicht eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Viertelstunde am Tag, damit Sie aufgefüllt sind. Das wird total unterschätzt. Es wird auch bei den Magnetbändern total unterschätzt, dass es ein Dauerreiz für den Menschen ist. Und wissen Sie, was ein Dauerreiz macht? Er beschädigt das energetische System mit den Chakren, mit all dem, was da noch dranhängt.
Also Edelsteine, ja, ich denke an die kleinen Kinder mit ihren Bernsteinketten, bitte eine Stunde reicht am Tag und so weiter. Also Edelsteine werden unterschätzt, aber die haben auch Farben und das ist natürlich hier zu verbinden. Die charakterliche Ebene und die Ebene des Bewusstseins, diese beiden Ebenen, da haben wir die Psychotherapie und dann die Ebene der Person, die ganz tiefe Ebene, da haben wir die spirituelle Ebene. Wir leben ja in einer spirituellen Wüste, leider. Und es gibt manche, ja, und da gibt es auch den Wildwuchs, leider, massiv. Die Meditation, das Gebet, was immer für den Menschen hier wichtig ist. Eine spirituelle Ebene, ja, die violette Farbe. Und ich habe Energiescheiben und da habe ich auch eine violette Scheibe. Und dann habe ich schon öfter erlebt, wie die abgelehnt wurde. So, übergreifende Interventionen, die Musiktherapie. Da geht es um Energie, da geht es um Gefühle, um Grafik. Da habe ich ein Ehepaar kennengelernt, die haben Musikgrafik gemacht. Und dann die Alexander-Technik, da denkt man an unsere Gertrud Seitelberger. Gibt es eine Schlussfolgerung? Schüsselsalze wirken auf der körperlichen Ebene mit Auswirkung auf andere Ebenen, nicht Einwirkung auf andere Ebenen. Und wir sind bei der Charakterebene, beim Gewordenen, beim Wie-Sein des Menschen, bei der Ausgestaltung des Menschen. Und diese Charakterebene ist eine Druckplatte, die der Mensch prägt. Wir sagen ja auch, alles Erste ist grundlegend. Und es ist gar nicht so leicht, etwas Erstes umzulernen. Man kann ruhig sagen, umzulernen. Und der Mensch ist unglaublich offen. Denken wir an, ich denke an ein Affenkind, das in Afrika entdeckt wurde, ungefähr im Alter von 5, 6 Jahren. Das sollte sozialisiert werden, an dem ist es gestorben. Von Wolfskindern wird gesprochen. Und ich gehe jetzt noch zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist Ordnung, Routine, Zwänge. Und die Zwänge, das ist ein Bindestrich zu den Tyrannen. Die Lebensfähigkeit hängt mit Routine zusammen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Oder wenn Sie sich jeden Tag entscheiden müssen, ob Sie sich Ihre Zähne putzen, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Wir haben eine Routine. Aber in Zeiten der Nöte bilden wir, und wenn es dramatisch ist, Überlebensstrukturen aus. Strukturen, die uns am Leben halten, ja, die uns am Leben lassen, zumindest emotional. Ja, was wird da alles verdrängt und verkapselt und so weiter? Und wir sind sozusagen eine Zeit lang unseres Lebens in einem Kokon. Ja? Und der C.G. Jung, dieser bedeutende Psychotherapeut, spricht von der Individuation, die zwischen 35 und 45 stattfindet. Eigentlich da, wo der Schmetterling schlüpfen sollte, damit er nicht in seiner Hülle verhungert. Und mir ist es so wichtig, weil das ist ein Schlagwort für mich. Ich will dafür sorgen, dass dem lieben Gott seine Schmetterlinge nicht Flügel am Boden kleben. Das ist ein ganz wichtiges, für mich ganz was Wichtiges und das sollte man auch denken. Jetzt gibt es ausgebildete Strukturen, die durch einen Zwang, durch eine Not heftigst ausgebildet wurden. Aber wenn man älter wird, sind sie nicht mehr notwendig. Und sie beherrschen den Menschen immer noch. Und diese Fortschreibung, das, was automatisiert wird, das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns. Ich habe eine Frau erlebt, da war der Vater sehr rigoros und hat die Tochter zu einer unterordnungsbereiten Frau erzogen. Unterordnungsbereit, ja. Um nicht fast zu sagen, Sklave. Und was ist passiert? Sie hat sich einen Mann gesucht, der diese Struktur erfüllt. Er hat
hier diese Struktur gespielt. Nein, er war selber einer, der gern unterdrückt hat. So, da hat der Schlüssel ins Schlüsselloch gepasst. Aber wie ich schon gesagt habe, mit 40, C.G. Jung, Individuation, wurde ihr das zu viel und sie hat sich scheiden lassen. Dann haben wir uns das Ganze besprochen, einige Stunden natürlich, nicht so schnell ist es gegangen. Und ich habe dann, sie hat dann erkannt, dass nicht ihr Mann das Problem war, sondern die Struktur, die sie durch ihren Vater ausgebildet hat. Und dann habe ich gesagt, sie müssten sich gegen diese Struktur emanzipieren. Und dann hat sie spontan gesagt, ja, aber jetzt habe ich meinen Trainingspartner nicht mehr. Der wäre es gewesen, wenn er mit ihr das auch bearbeitet hätte. Und ich habe hier ein schönes Bild, diese Verklammerung, ja, diese Verstrickung, da haben wir die Hände. Und das Ganze muss sich auseinandersetzen. Diese Verstrickungen, das, was man so gegenseitig, ja, was immer wieder wir erleben mit unseren Mitmenschen, vor allem mit unserem nächsten Mitmenschen, mit dem Partner, auch mit den Kindern. Dieses Auseinandersetzen ist ganz wichtig und man kann sich gegenseitig helfen. Ich gehe jetzt zu einem wesentlichen Thema, von dem ich schon gesprochen habe, Thema Angst. Und der Theodor Adorno, ein deutscher Philosoph, hat es als Verklammerung des Herzens beschrieben. Angst frisst Seele, Angst sitzt im Nacken. You chain my heart, hat die Gertrud Seitelberger mir immer gesagt. Angst schnürt mir die Kehle zu. Angst nimmt mir die Luft zum Atmen. Angst spannt die Muskeln, was einen hohen Tonus zur Folge hat, der viel vom Betriebsstoff Nummer 2, Calcium-Phosphoricum, verbraucht. Und natürlich hat der Joe Cocker ein bisschen was anderes im Sinn gehabt, wie er gesungen hat, Unchain my heart, löse mein Herz. Und vielleicht gehen Sie mal in YouTube, Joe Cocker, Unchain my heart, und hören sich das an. Löse mein Herz. Aber hinter der Angst sind ja Bilder. Das sind Bilder von der Bedrohung meines Lebens. Ja, und wenn ein Kind erzogen wird, dass, wenn es in die Schule geht, hört, pass auf, wenn du die Haustür zumachst, dass du dir die Finger nicht einklemmst. Pass auf, wenn du die Stiege hinuntergehst, dass du dir die Knöchel nicht brichst. Pass auf, wenn du die Haustür aufmachst, dass da niemand vorbeigeht und dich niederrennt. Und wenn du über die Straße und. Und so ein Kind ist umzingelt von Bildern der Bedrohung seines Lebens und hat vom Gemüt her, von der Gemütsebene her, eine unentwegte emotionale Anspannung. Wir sind hier beim Stress, beim Cortisol, beim Adrenalin und nur Adrenalin. Da findet ja was statt im Menschen. Und natürlich nimmt dieses Kind das alles mit ins Erwachsenendasein. Und jetzt geht es um die Angst. Und es gibt Menschen, die wollen gegen die Angst arbeiten. Und ich sage jetzt hier ganz einfach salopp, das ist falsch. Letztlich geht es um die Person, die hinter dem Ganzen steckt und die sehr schwach ist und der diese Bilder eine Bedrohung auslösen, einen Stress auslösen. Jetzt ist aber so, je stärker die Person wird, die Angst bleibt immer gleich. Je stärker die Person wird, kann sie irgendwann auf diese Bilder herunterschauen. Und dann kann, jetzt rede ich von mir, der große Thomas, dem kleinen Thomas, der immer noch in mir lebt, sagen, du pass auf, das ist, du brauchst dich vor deinem Vater nicht mehr fürchten, der dich schlägt. Und du bist jetzt sehr erwachsen, du brauchst das nicht mehr befürchten. Ist auch einfach ein Beispiel. Es geht um die Förderung der Personenstärke, um die Lebensbewältigungskraft. Und die Angst hat Einfluss auf die Farben. Die Farben verdüstern sich, auf die Drüsen, Stressstoffe, die Gedanken werden pessimistisch, der Mensch fühlt sich bedroht und Bilder von der Bedrohung des Lebens tauchen auf. Und irgendwann
ist es möglich, dass sich diese Angst verselbstständigt. Und man spricht von der irrationalen Angst. Und der kann man nur beikommen, wenn man die Person stärkt. Und mit Schüsselsalzen lassen sich keine Zwänge lockern, lösen oder gar abbauen. Nummer zwei, Calciumphosphoricum reduziert keine Angst. Baut keine Bilder von der Bedrohung des Lebens ab. Hat keinen Einfluss auf den Charakter. Auch bitte für Blütentherapeuten. Auch die Blütenessenzen verändern den Charakter nicht. Sie entlasten auf der emotionalen Ebene. Die Schüsselersalze entlasten auf der körperlichen Ebene, ja, keine Frage. Es wird durch Einflussnahmen auf der Ebene des Körpers, des Gemüts und der Farben leichter, an den Strukturen, die einem so einengen, zu arbeiten. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Der Körper ist immer vieldeutig. Ich habe in einem Buch von, ja, ist gleich von wem gelesen, Bettnässen ist der Druck, der auf das Kind ausgeübt wird. Die Mutter sucht den Druck und findet keinen Druck. Die Mutter sucht den Druck beim Vater und findet keinen Druck. Sie bekommt einen Druck, dass sie keinen Druck findet. Und das Kind liegt eher auf einer Wasserader. Der Körper ist vieldeutig. Die Beschwerden können nicht ohne weiteres einer bestimmten Ebene zugeordnet werden. Das ist mir ganz wichtig. Und das Mädchen, von dem ich jetzt gerade geredet habe, das so hartnäckiges Bettnässen hatte, die Mutter kam mit ihr, wir hatten ein Hotel, großes Hotel, und ich hab dann den Schlafplatz nachgefragt. Ja, was ist? Also im Bett, im Schlafraum war nichts. Unterm Schlafraum war ein Salon. Und dann habe ich gefragt, was ist unter dem Salon? Ja, das sind unsere großen Tanks für das Öl. Und die waren es. Wissen Sie, wenn über so einen Öltank eine Strahlung geht, ja, dann wird das gesamte Öl mit dieser Energie programmiert. Und der gesamte Öltank strahlt. Und als das Mädchen dann in ein anderes Zimmer gelegt wurde, wo drunter nicht mehr diese Belastungen waren, war auch das Bettnässen weg. Als Beispiel für Energien, die wir uns selber machen. Aber wir können mit diesen Energien leben, wir können mit diesen Energien umgehen. Mineralstoffmängel können mögliche Zeichen sein für notwendige Arbeiten am Charakter, können es sein. Rückschlüsse sind möglich, aber nicht zwingend. Und die Erschließung geht über ein Gespräch. Und die Charakterebene, um die es ja jetzt wirklich geht, massiv, die Matrix, die vom Menschen beschrieben wird, sie kann auch umgeschrieben werden. Und ich erwähne hier noch einmal das Buch von Fritz Künkel, Die Arbeit am Charakter. Und Sie kennen sicher Menschen, die Schweres durchgemacht haben und die sich daran verändert haben. Reifer werden, weiser werden, geläutert werden, wie immer, dass dann das formuliert wird, diese Auseinandersetzung mit diesen doch belastenden Sachen, bewirken zwangsläufig eine Änderung. Eine freiwillige Änderung ist natürlich dann noch edler. Noch etwas, die Charakterlandschaften sind keine Typologien. Wir haben auf der Charakterebene Zugang zu unglaublich vielen Möglichkeiten der Entfaltung unseres Lebens. Und wir gehen jetzt zur Nummer 1, Calciumfloratum, und sind bei der Seite 33. Und wir sprechen von zwanghaften charakterlichen Strukturen. Wir sprechen von der Fähigkeit zur Distanzierung. Ich habe auch dann noch eine Affirmation. Und dann, was könnte noch helfen? Und dann hilfreiche Fragen sind auf der nächsten Seite, das schauen wir uns gar nicht an. Und ich bitte jetzt, dass wir wieder zurückgehen zu unserem Bild. Das wollte ich einfach nur herzeigen, damit Sie sehen, es kommt Ihnen schon ein Manuskript zu, mit dem Sie dann selber noch weiterarbeiten können. Bist du wieder da? Sehr gut. Alala. Ja, und dieses Calciumfloratum, diese Mineralstoff Nummer 1, ist ja der Betriebsstoff für die Hüllen im Körper, zum Beispiel Zahnschmelz oder die Haut oder die Knochenhülle, diese Aderwände, hat eine große Bedeutung.
Es ist der Betriebsstoff für das Keratin, für den Hornstoff. Denken Sie an die Hornhaut, an den Fersen. Und es ist der Betriebsstoff für die Elastizität. Und wenn jetzt jemand hier besondere Zeichen hat, dann können wir Rückschlüsse ziehen. Können wir. Und da geht es vor allem einmal um den eigenen Standpunkt. Also ich möchte gleich sagen, in der Ausbildung zum Mineralstoffberater haben wir für diese Charakterlandschaft jeweils eine Stunde Zeit. Ich werde das jetzt auf eine Viertelstunde kürzen, damit wir auch noch zur Nummer 2 gehen können. Und dann bleiben uns noch 10, wo wir dann am Mittwoch 5 machen und am nächsten Montag 5. Also der eigene Standpunkt. Bis sich Menschen im Leben zurechtfinden, brauchen sie oft viel Anstrengung, um den eigenen Standpunkt zu finden, ja, ihren Stand im Leben zu finden. Und die verwenden viel Energie auf und verteidigen diesen Standpunkt oft sogar, wo er nicht in Frage gestellt wird. Und das hat Hintergründe. Es kommt dazu einer verhärteten Einstellung. Na, ich habe jetzt, obwohl Flexibilität gefragt wäre, und wir denken sofort an die Elastizität, die mit der Nummer 1 zu tun hat. Je mühevoller der eigene Standpunkt erauft wurde, erkämpft wurde, errungen wurde, umso empfindlicher reagiert der Mensch, wenn dieser Standpunkt in Frage gestellt wird. Er fühlt sich nämlich als Ganzer in Frage gestellt, weil er seinen eigenen Standpunkt nicht relativieren kann. Und er hat nämlich auf diesem Weg vielleicht spöttische Bemerkungen erlebt, Hänseleien erlebt, und jetzt beginnt er den Standpunkt zu verteidigen. Wegen der Worterklärung möchte ich sagen, ich bin gar nicht für einen Standpunkt, weil da steht man nicht gut, wenn es nur ein Punkt ist, sondern für eine Standfläche. Das hat aber nur mit Rhetorik zu tun. Also die Ich gehe jetzt, dieses Selbstverliebte würde ich jetzt gerne ansprechen, aber das ist mir schon zu weit fortgeschritten. Wenn jemand so sehr fixiert ist auf seinen Standpunkt, das merken ja die Mitmenschen, und dann werden sie natürlich lästig und beginnen diesen Menschen, ja, wie soll man sagen, zu verunsichern, sagen wir es so vorsichtig, zu verunsichern, und er reagiert heftig. Der reagiert heftig. Und es ist natürlich dann, die Umgebung steht ja fassungslos dieser Heftigkeit gegenüber. Die Heftigkeit ergibt sich aus dieser ganzen Not, die es gegeben hat, den Standpunkt sich zu erwerben, diesen Stand im Leben sich zu erwerben. Es kommt zu einer Versteifung. Wenn der eigene Standpunkt aber aufgegeben wird, dann ist der Mensch bereit, auf alle Standpunkte einzugehen. Es kommt zu einer Überbeweglichkeit, körperlich Hypermobilität. Aber da wollen wir natürlich jetzt ein bisschen schon in die Geschichte des Menschen gehen und hier zur Beispielwirksamkeit der Eltern. Das beginnt doch schon im Kindesalter, dass man vor den anderen gut dastehen muss. Wie viele Probleme werden verborgen? Da kommt es zur Krise, und da haben die Menschen gedacht, diese Familie ist doch so musterhaft. Die hat so eine Musterfamilie mit Mustervater, mit der idealen Mutter, mit den mustergültigen Kindern, wohlerzogene Kinder, die heile Welt. Und oft steckt die Not dahinter, in materieller oder geistiger Hinsicht, vielleicht heute in besonderer Betrachtung bei der großen Krise, wo wir vielleicht noch unter Nöten, wie soll man sagen, das Leben aufrechterhalten wird und für die Miete dann die Spargroschen der Kinder herhalten müssen. Das hat mich berührt. Aber ich will ja ganz was anderes sagen.
Nur wenn mich das berührt hat, bringe ich das. Aber wenn wir jetzt so von dieser heilen Welt reden, die die Familie nach außen darstellen will, die nicht zeigen will, was für Nöte das es gibt, das ist vor allem in kleinen Gemeinden auch der Fall. Man will sich nicht hineinschauen lassen. Aber dieser Vorgang betrifft das Außen, die Hülle, den Schein. Und der innere Stand, das Rückgrat, wird bei solchen Prozessen nicht gestärkt. Es kommt zu Verzerrungen des Lebens. Und wenn wir jetzt da noch weiterschauen, es geht um den guten Eindruck bei den anderen. Der gute Eindruck, das ist etwas sehr Beherrschendes in unserer Welt. Die Oberfläche des Menschen, sein Antlitz erstarrt, friert fest. Und damit der gute Eindruck bleibt, wird ein Lächeln festgeschrieben ins Gesicht, das fast starr wirkt. Es gibt Menschen, wenn sie mit dir reden, haben sie dieses Gesicht. Und sobald sie sich abwenden, fällt das Lächeln aus dem Gesicht. Ich will, dass du mir gut gesonnen bist, heißt dieses Lächeln. Ich will, dass du mir gut bist. Es ist so, wenn es dir unbedingt um den guten Eindruck geht, den du beim anderen erreichen willst, bist du immer ununterbrochen beim anderen. Du bist nicht bei dir. Ja? Und da zeigen die Kinder oder die Erwachsenen ein freundliches Gesicht, obwohl die Tränen schon im Halse stecken. Wie oft habe ich in Beratungen, wenn so wunde Punkte berührt werden und Tränen kommen, gesagt, lassen Sie das laufen. Jede Träne ist ein erlöster Schmerz der Seele. Aber die Menschen, die das so gelernt haben, dass sie so gescheit sein müssen, so herzig, so brav, so fromm, so angepasst, so tüchtig, damit man geliebt wird. Und jetzt kommt etwas, was hier einfließt. Wenn Kinder brauchen eine Umgebung, wo ihre Bedürfnisse gestillt werden. Ja? Wenn aber die Bedürfnisse nicht gestillt werden, und Kinder sind Weltmeister im Spüren von Atmosphäre, wenn die spüren, ich muss lächeln, dann wenden sie sich mir zu. Ich muss mich wohlverhalten, wie immer, brav sein. Dann wenden sie sich mir zu. Das ist die Zuwendung unter Bedingungen. Das ist das Liebe erkaufen unter Bedingungen. Und diese Bedingungen führen den Menschen dazu, dass er meint, ich muss grundsätzlich davon ausgehen, dass ich mir das Wohlwollen meiner Mitmenschen verdienen muss. Und natürlich hat dieser Mensch dann kein Gespür mehr für die eigenen Werte, für das, was für ihn wichtig ist, was er braucht. Da haben drei Brüder ihre Mutter auf Erholung schicken wollen, waren ja alle erwachsen und Familien. Dann hat die Mutter gesagt, ja, seht ihr denn nicht, wie ich mich für euch aufopfere? Sie hat es für sich gar nicht annehmen können. Es entsteht ein Teufelskreis. Je weniger, es ist so, wenn ich nur daran glaube, dass es wichtig ist, wie der andere über mich denkt, dass ich einen guten Eindruck beim anderen erwecke, wenn es nur um das geht, dann glaube ich nicht mehr an den Wert, den ich schon habe. Den Grundwert. Du bist etwas wert, weil es dich gibt. Und nicht, weil du dir das verdienen musst, dass du geschätzt wirst, wertgeschätzt wirst, geliebt wirst. Aber je weniger der Mensch an den Wert glaubt, den er hat, umso mehr muss er sich den Wert von den anderen holen. Je mehr er sich den Wert von den anderen holt,
Umso weniger glaubt er an den eigenen Wert. Und jetzt sage ich es noch einmal, und je weniger er an den eigenen Wert glaubt, umso mehr muss er sich den Wert von den anderen holen. Und wenn Sie das konsequent weiterdenken, kommt es zu einer inneren Aushöhlung. Und das nennt der Frankl existenzielles Vakuum. Das ist das Leben in der Hülle, im Außen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass, jetzt kommt es wieder der Satz, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, oder es gibt dich und das ist Grund genug, dich zu lieben. Und wenn ein Mensch das erlebt, dann wird er mit der Zeit den Wert spüren, den er hat. Und er wird an sich glauben können. Und deshalb immer wieder dieses Buch, Ich und Du. Nur wenn ich bei mir bin, kann ich zu dir kommen. Wenn ich nur bei dir bin, bin ich nie bei mir. Das Urteil der anderen ist natürlich auch noch so eine Redewendung. Man muss im rechten Licht dastehen. Ja, man muss gut stehen können. Und dieser Stand, der bringt jetzt uns gleich dann zur nächsten Nummer. Aber es gibt da eine ganz fatale Entwicklung. Wenn jetzt ein Mensch nicht so sehr auf dem eigenen Grund ruht, dann sucht er Sachen, mit denen er den anderen imponieren kann. Und jetzt sucht er sich Meinungen, Standpunkte, die bei anderen besonders angesehen sind. Ja, aber die kopiert er nur. Sie haben bei ihm sind sie nicht auf einen Grund fundamentiert, sondern es ist nur eine Kopie. So. Und jetzt ist momentan in bestimmten Gruppen ganz modern, gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Das mache ich auch. Und schon bist du in der Falle. Weil du bist ja jetzt wo dabei und du bist geachtet. So, und jetzt sollst du aber deinen Standpunkt begründen. Und das kannst du nicht, weil du ja den ganzen Hintergrund nicht hast von einer Meinung, von einem Standpunkt. Ja, die Migranten sind alles Verbrecher. Ne? Oder ich weiß nicht, welche Standpunkte jetzt gerade so modern sind in bestimmten Gruppen und dann bist du gesehen, angesehen. Und dann sollst du aber deinen Standpunkt begründen. Du sollst ihn darstellen. Und das kann er dann auf einmal nicht, weil er hat ja keinen Hintergrund hinter dem Ganzen, was er da vertritt. Und das ist natürlich ein Problem. Ich würde fast sagen, der Verzicht mit Anleihen, sich Zuwendung zu erkaufen. Es ist ja eine Anleihe. Diese verfestigte Haltung entzieht der Person ununterbrochen den Zugang zum eigenen Leben. Nämlich sich selbst einen Standpunkt zu erobern, zu erwerben, Hintergründe zu haben und seinen Standpunkt auch begründen zu können. Da steckt das Wort Grund drinnen. Wo ruht der auf? Auf welchem Grund? Aber wenn man auch den eigenen Standpunkt gefunden hat, kommt es wieder zu einem Problem, nämlich kannst du deinen Standpunkt auch relativieren? Oder ist der allgemeingültig? Da gibt es natürlich die Versuchung, ach, ich schaue hier auf die Zeit, die geht so schnell vorbei. Der Kant hat gesagt, Immanuel Kant, du sollst so leben, dass die Maxime deines Handelns zu einer allgemeingültigen Maxime erhoben werden können. Das heißt, du bist perfekt. Nein, das bist du eben nicht. Und immer noch glauben Menschen, ihre Grundsätze, die sind so wichtig und so allgemeingültig, dass sie für alle gelten. Nein. Ich habe meinen ältesten Sohn, den Markus, der hat so auf die Matura gelernt wie ich. Brav, fleißig und hat das gut gemacht. Meine Tochter, die Susanne, die hat mit der Musik gelernt. Und ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können. Das hat bei mir so einen Konflikt erzeugt. Das war ganz entsetzlich.
Aber ich habe sie trotzdem mit Musik lernen lassen und sie hat es auch geschafft. Aber ich will nur sagen, dass man so sehr den eigenen Standpunkt so erlebt, so, dass der so wichtig ist. Das wird uns ja noch beschäftigen bei einigen Mineralstoffen. Den eigenen Standpunkt verlassen können. Und wissen Sie was? Dieses Wort verlassen hat eine Doppeldeutung. Doppelbedeutung. Kannst du dich verlassen? Auf dich? Aber kannst du dich auch verlassen in Richtung auf den anderen? Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache, nämlich wo ich zuerst mit dem Wort, mit Ergänzung und bessere Hälfte und so weiter, kannst du dich verlassen auf den anderen hin, dass du ihn erlebst und ihn als Bereicherung erlebst, als Erweiterung, wie immer. Jetzt ist aber so, dass der Mensch sich auch schützen muss. Wir leben ja nicht nur in einer friedlichen Welt, Softie-Welt, sondern wir leben auch in einer Welt, die Probleme macht. Und da geht es um einen Schutz. Kannst du dich schützen? Kannst du dich abgrenzen? Kannst du Nein sagen? Wissen Sie, Menschen, die in der Einserfalle sind, ich sage es jetzt einfach so, die können nicht Nein sagen, weil dann haben sie Angst, dass der andere auf ihn angefressen ist, dass er ungehalten ist. Probieren Sie es einmal aus. Wenn Sie ein Mensch sind, der so sehr darauf aus ist, dass der andere gut an ihn denkt. Wissen Sie, diese Struktur habe ich zur Perfektion gekannt und gekonnt. Und ich war sowas von zurückhaltend, ja, niemand vor den Kopf zu stoßen. Aber wissen Sie, wenn man sich nicht äußert, wenn man sich versteckt oder verkapselt oder immer nur Rücksicht nimmt auf den anderen, dann ist das ein Diebstahl. Man bestiehlt den anderen um sich selbst. Das wäre eine, sagen wir, ich hoffe, eine humorvolle Formulierung, ja? Aber es ist ein Entzug, ja? Der Mensch ist entzogen für die Begegnung mit dem anderen. Und das wäre ein wichtiger Standpunkt hier. Kannst du dich verlassen? Ich meine hier nicht das Verkleben, mit dem anderen verkleben. Nein. Kannst du auf den anderen so eingehen, dass du dir auch anhören kannst, was komplett gegen deine Linie geht. Und dass diese Linie unter Umständen auch seinen Wert oder seinen Inhalt hat. Und unsere Standpunkte sind ja etwas Vorläufiges. Wie viele Welten haben wir schon verlassen, um immer wieder neue Welten zu gewinnen? Stufen vom Hermann Hesse, ne? Raum um Raum sich erwerben und an keinem Raum hängen. Loslassen. Ich gehe jetzt zum Schutz. Ein wesentliches Thema. Es gibt Menschen, die schützen sich mit einer Burg. Ich denke hier Schutz an die dicke Haut, an die dünne Haut, an die Hornhaut, bitte Nummer 1. Und es ist wichtig, dass man sich schützen kann. Aber starre Mauern fressen viel Energie und sind nur auf bestimmte Situationen zuständig. Kannst du dich so verändern, dass du starre Strukturen umänderst in flexible Strukturen? Wenn man nämlich sich immer nur schützt, wird man nie wahrnehmen, wenn ein wohlwollender Mensch dir begegnet. Also, die erste Stufe von Stufen ist, dass man sie einmal weglegen kann und wieder nehmen kann. Die vollendete Stufe ist, dass man den Schutz ausbildet in der Situation, in der man ist. Aber das braucht Geistesgegenwärtigkeit. Grundsätzlich Lebensbewältigungskraft
ist das Wichtigste. Und wenn Menschen über ihre Themen klagen, die sie schon über ihr Problem klagen, dann frage ich oft, was haben sie denn jetzt schon alles hinter sich? Und dann wird aufgezählt und aufgezählt und aufgezählt und aufgezählt und dann frage ich, und da glauben sie nicht daran, dass sie das, was sie jetzt haben, auch bewältigen? Und dann kommt irgendwie doch eine Ermutigung, ja, das werde ich doch auch noch schaffen. Und ein wichtiger Satz aus der Existenzanalyse heißt, den ich hier noch habe, ich bin und dass ich bin, ist gut. Ich bin und dass ich bin, ist gut. Ich brauche mir nichts erwerben von anderen, dass die mir sagen, dass ich gut bin. Und die Affirmation heißt, ich darf grundsätzlich davon ausgehen, dass mir der andere wohlgesonnen ist. Und wenn es nicht ist, dann spüre ich das und dann mache ich zu. Wie man schon sind sagen, gell? Dann geht der Rollladen herunter oder wie immer. Ja? Ich habe die Fähigkeit, das zu spüren. Das ist auch nochmal wichtig, dass man das innerlich sich, wie soll man sagen, vor Augen führt. Ich kann mich ja auch verteidigen. Ich mache zu. Ich mache dann nur mehr auf Smalltalk oder bin kurz angebunden oder so gar nichts. Sita quisses, Philosophus, man sieht es, gell? Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Also manches Mal ist es gut, nichts zu sagen. Und wenn wir jetzt zum zweiten, also jetzt Schutz, ja, Elastizität, Flexibilität, Hornhaut, also Schutz der Haut, das sind so die Bilder von der Nummer 1, die mir sehr wichtig sind. Und die Steifheit, die sich durch die Fixierungen entwickelt, dass man die, wie soll man sagen, dass sich das aufmacht, dass das weicher wird. Wir haben ja eine tolle Creme für Narben, für Verhärtungen, für Hornhaut und so weiter. Wenn Sie sich das anschauen wollen. Das ist aber die körperliche Ebene. Gut. Calcium Phosphoricum, der Mineralstoff für das Eiweiß und die Knochen. Die Nummer 1, haben wir gesagt, bildet die Hüllen. Auch von den Knochen, da ist es der Fluorapatit. Das Innere der Knochen, also das ist Nummer 1, ja. Das Innere der Knochen, Hydroxylapatit, Nummer 2. Auch das, ja, und es gibt eine schöne, vom Bild, ein schönes Bild für Sie von den Mineralstoffen her. Wenn die Nummer 1, ja, danke schön, die Nummer 2, da sind wir jetzt, danke. Wenn die Nummer 1 die Hüllen bildet, die Hüllen, ja, von denen ich gesprochen habe, Zahnschmelz, Knochenhülle, Haut und so weiter, dann bildet die Nummer 2 die Fülle, das, was in der Hülle drinnen ist. Also das Innere der Knochen, Hydroxylapatit, das Innere der Zähne, das Dentin, das Innere in den Gefäßen, das Blut. Ja? Und das ist also jetzt einmal sehr wichtig und auch in den Zellen finden sehr viele Prozesse statt, die proteinabhängig sind. Also es geht um, das ist einmal so der Körper. Wenn wir jetzt in die Psyche gehen, dann bin ich zuerst einmal so bei einer Oberflächlichkeit. Oberflächlichkeit, weil ich gehe eine andere Reihenfolge durch, aber das, was Sie dann im Manuskript sehen, ist der Sukkus, die Zusammenfassung. Manche Menschen erscheinen oberflächlich und rücksichtslos, aber sie leiden darunter, ohne es zu wissen. Das Leben bei diesen Menschen kann nämlich nicht von der Tiefe her sich abwickeln, sondern nur an der Oberfläche, reflexhaft. Und dieses Reflexhafte, das werden wir uns noch genauer anschauen. Und diese Haltung, also Sie können keinen tieferen inneren Gefühlen oder Ereignissen Raum geben. Diese Haltung zeigt sich in wenig Achtung vor den anderen, er zählt alleine, er will seinen Platz behaupten. Und dieser Struktur, diesem Ziel, sich zu behaupten, werden sogar wertvolle Beziehungen geopfert. Diese Menschen in einer Gesellschaft sich befindend, ziehen das Gespräch an sich. Sie beachten keinen Gesprächsverlauf, sondern erzählen auf einmal, wo da Probleme besprochen werden,
von ihrem Urlaub in Italien oder von dem Kind, das gerade Masern hat. Sie geben sich nicht hinein in die Gemeinschaft. Aber das hat eine Vorgeschichte. Wenn wir bei dem Problem von der Nummer 1 davon gesprochen haben, dass das Kind sich seine Zuwendung verdienen muss durch Wohlverhalten, also grundsätzlich geht es darum, dass dem Kind seine Bedürfnisse erfüllt werden. Das ist der optimale Zustand. Dann geht es darum, dass das Kind durch Wohlverhalten sich die Liebe oder die Zuwendung verdienen muss. Und jetzt ist aber so, dass das Kind, und wenn es sich noch so wohl verhält, die Zuwendung nicht bekommt. Und da gibt es den Forscher, einen Engländer, Winnicott, der hat die ersten Lebensmonate des Menschen erforscht, und der sagt, wenn das Kind keine Umgebung erlebt, hat es das Gefühl, ins Nichts zu fallen, in die Vernichtung. Und dieses Gefühl will natürlich das Kind nicht haben und reduziert jetzt seinen Anspruch auf das Leben. Und zwar kommt es zu Aktionen, die gesetzt werden, dass die Umgebung reagiert. Und das ist nun das reflexhafte Gebärden so eines Menschen. Wenn solche Menschen dann eine Zeit erleben, wo sie keine Reaktion provozieren, Männer sich anpatzen, damit die Frau endlich schimpft, Reaktionen provozieren, oder Frauen sich umständlich verhalten, damit der Mann endlich ungeduldig wird, oder, jetzt gehen wir wieder zu den Kindern, wenn ein Kind solche Strukturen schon ausgebildet hat und die Mutter beim Einkaufen sich mit der Freundin unterhält und das Kind für sich subjektiv zu lange nichts aus seiner Umgebung erlebt, beginnt es an der Kleidung der Mutter zu zerren. Dann sagt die Mutter, was willst du denn schon wieder? Und das reicht eigentlich schon, dass das Kind Umgebung erlebt. Die Angst, die dahinter steht, heißt, ich werde nicht gesehen, ich werde übersehen. Und wenn jetzt es um die eigene Existenz geht, da geht es um die Frage, werde ich überhaupt gesehen? Die Tatsache, die Bestätigung der Tatsache der eigenen Existenz, die wird nur mehr dadurch erlebt, dass man aus der Umgebung Reaktionen provoziert. Und ein entscheidender Satz heißt, und wenn ich dich bis zur Weißglut reizen muss, du wirst auf mich reagieren. Also es ist immer wieder, sagen wir, stufenweise. Die einen brauchen massive Reaktionen, für die anderen reicht schon eine sanfte Reaktion, dass sie wahrgenommen werden. Aber was sind das jetzt für Methoden? Sie kennen die alle. Es gibt Menschen, also da geht es nicht mehr um die positive Rückmeldung aus der Umgebung. Ja? Da geht es nur mehr um Reaktionen, dass der andere reagiert. Und für Schüler ist es schlimmer, nicht wahrgenommen zu werden? Lieber sind ihnen Ermahnungen, Strafen. Es gibt provozierende Widersprüche. Es gibt Reaktionen auf extreme Kleidung. Ach, wenn man so die Totenköpfe da sieht und dann entsprechende Reaktionen provoziert. Aber das ist jetzt schon ein bisschen abgenützt. Gell? Die Menschen sind grob, fallen den anderen auf die Nerven, werden krank, auch das, da kann man Reaktionen erzwingen, du wirst dich doch um mich. Sie helfen aufdringlich, wo sie nur helfen können, was aber eigentlich einmischen meint. Sie verletzen sich. Du kriegst auch Reaktionen, wenn ich mir weh tue. Aber bitte, man darf nicht jetzt jedem Menschen, der sich weh tut, unterstellen, dass er diese Struktur hat. Das ist mir jetzt ganz wichtig.
Sie erzeugen ein Durcheinander bis hin zum Chaos. Sie stiften Verwirrung, handeln zerstörerisch. Alles nur, um das eine Ziel zu erreichen, nämlich eine Wirkung auf den anderen, damit dieser reagiert. Und wissen Sie, da gibt es einen Satz, der heißt, die verbrauchen ihre Umgebung. Die verbrauchen ihre Umgebung. Und jetzt ist es so, der hat seine Mechanismen, wo er die Reaktionen provoziert. Und jetzt reagieren die nicht mehr. Jetzt muss er seine Aktionen steigern. Und immer noch steigern. Bis zum Extrem. Und nur auf diese Art und Weise kann man verstehen, wie sich manche Menschen aufführen. Und mir ist jetzt ganz wichtig, es geht bei all diesen Formulierungen um keine Verurteilung, sondern um ein Verständnis. Immer. Das Verständnis ist das Wichtigste. Und jetzt kommt es noch, da habe ich jetzt gerade eine Beratung gehabt, wo diese Tatsache Tränen verursacht hat. Wenn jetzt der Mensch mit seinen Provokationen, Reaktionen zu erzeugen, nicht mehr durchkommt, dann wird er um seine Existenz betteln. Betteln. Das heißt, er bettelt um die Duldung seiner Existenz. Dass er geduldet wird. Das hat natürlich eine riesige Muskelspannung zur Folge, und zwar eine tiefliegende Muskelspannung. Die lebt tief an den Knochen dran. Es gibt ja die oberflächliche Muskelspannung durch Alexander Lowen, Wilhelm Reich. Die Muskelpanzerung als Schutz. Ja? Angst spannt Muskeln, und wir reden von der Muskelpanzerung. Aber die Menschen, die dann nur mehr um die eigene Existenz betteln, dass sie geduldet werden, das ist die innerste Not, die tiefste Not, die bei der Nummer 2 auftaucht. Und jetzt rede ich vom Swimmingpool-Syndrom. Das ist jetzt eine ganz witzige Formulierung. Es gibt Menschen, die brauchen einen Swimmingpool. Die können nicht ins offene Meer hinausschwimmen. Wissen Sie was? Die brauchen immer eine Umgebung, an der sie sich festmachen können. Und hier, und wenn es nur der Blick ist, an den Swimmingpool-Rand. Und die Versuche, die Tatsache der eigenen Existenz bestätigt zu bekommen, werden immer intensiver. Ich habe schon gesagt, sie eskalieren, sie überschlagen sich vor Übertreibungen. Wissen Sie was? Es gibt Kinder, die Ausdrücke verwenden. Nicht, weil sie diese Ausdrücke verstehen, sondern weil sie nach Maßgabe der Reaktionen der Erwachsenen diese Ausdrücke verwenden. Als Beispiel für Reaktionen. Aber wenn jetzt Menschen ihre Umgebung schon so verbraucht haben, da gibt es in Wien ein Sprichwort, nicht einmal mehr ignorieren. Weil ignorieren wäre schon eine Zuwendung. Natürlich ist es hier schon eine große innere Not, wenn Menschen wirklich hier innerlich ja auch ein existenzielles Vakuum haben. Sie haben nie gelernt, sich zu erleben, sondern sie haben nur erlebt, dass sie eine Umgebung brauchen, an der sie sich festmachen können, wodurch immer. Ohne Rücksicht auf, wie soll man sagen, positive oder negative Rückmeldungen, Reaktionen. Und deshalb dieses Reflexartige an die Umgebung ausgeliefert sein. Und um was geht es jetzt? Wenn jetzt die Umgebung fehlt, dann fällt er in die Vernichtung. Es ist aber schon nicht mehr, glaube ich, so bewusst, sondern er wird immer wieder Reflexe, Reaktionen einfach provozieren. Und es wird wenig Vertrauen ins eigene Leben entstehen. Das eigentliche eigene Leben existiert ja fast nicht. Aber so ein Mensch
muss mit der Zeit Vertrauen ins eigene Leben gewinnen. Und er fällt fühlsmäßig tatsächlich in dieses Nichts, um auf seinen Beinen zu landen. Gefühlsmäßig. Sich auf sich besinnen. Und das Problem ist ja, wenn du nur an die Umgebung ausgeliefert bist, wirst du nie darauf kommen, dass du eigentlich einen Stand in deinem eigenen Leben brauchst. Und wenn du dieses Fundament, diesen Boden unter den Füßen nicht hast, verkrampfen natürlich die Beine. Die verkrampften Beine werden die Säulen im Leben, aber sie kosten viel Kraft. Da habe ich eine Frau erlebt, die also mit diesen angespannten Beinen leben musste. Die Oberschenkel waren eiskalt, hart wie ein Brett, gefühllos bei leichter Berührung, aber entsetzlich schmerzhaft, wenn sie sich irgendwo angestoßen hat. Es ist gelungen, jetzt über diese vertrauensbildende Gespräche, was man schon in die eigene Kompetenz den Menschen hineinführen, die er ja schon hat. Er sieht sie nur nicht. Und in den eigenen Grund hineinführen, in dieses Erleben. Du bist, und weil es dich gibt, ist es gut. Aber die Frau war total bei ihrer Familie, bei ihren Kindern, aber nicht jetzt reaktiv, sondern zuwendungsmäßig und hat aber selbst keinen Stand gehabt für sich. Es war natürlich auch reaktiv und reflexiv, weil sie hat ja auf alles reagiert, was ihre Umgebung äußert. Und wenn man so in dieser Struktur drinnen ist, wird die Umgebung als Publikum missbraucht. Und wenn man das den Menschen nahe bringt, jetzt nicht so direkt, so massiv, ja, aber man könnte ja auch sagen, es ist eine Bevormundung. Du selber bist nicht da. Du selber. Aber es ist die Frage, ob er das überhaupt hören kann. Die Lockerung geht von der Anspannung hin zur Lockerung. Wenn die Angst, nicht gesehen zu werden, und da gibt es natürlich dann Übungen, vor allem in der Gestalttherapie, sich selbst zu sehen, sich selbst wahrzunehmen, vor allem einmal körperlich wahrzunehmen, dann emotional wahrzunehmen, was fließen für Gedanken bei dir. Und wenn es nur die Gedanken sind, also die Gefühle sind, die durch die Gedanken erzeugt werden, was kann ich für Reaktionen erzeugen und so weiter. Wenn hier das abgearbeitet werden kann, dann kommt es zu einer Lockerung. Und dann entsteht eine gute Verbindung zwischen äußerer Welt, da ist er ja dauernd, und innerer Welt. Diese Verbindung. Und dann, wenn der Mensch dann wirklich seinem Leben mutig die Zustimmung gibt, selbst die Zustimmung gibt, ist er nicht mehr auf die Zustimmung oder auf die Reaktionen der anderen angewiesen. Die Person, die zu sich kommt, das trifft die Nummer 1 genauso wie die Nummer 2, die Person, die zu sich kommt, kann auch zur Welt kommen. Und jetzt noch ein paar Gedanken zur Osteoporose. Wenn man sich sehr schwer in seinem Leben errichtet, die Widerspiegelung der Person oder dieses Innerste, das ist für mich das Rückgrat. Wir haben ja so einen Spruch, einen lockeren Spruch. Ja, ab und zu verwende ich ihn doch. Jeder Mensch hat eine Wirbelsäule, aber nicht jeder ein Rückgrat. Ja? Und dieses Rückgrat, das drückt ja die Person aus. Und nicht umsonst sprechen wir davon, einem anderen das Hackel ins Kreuz hauen. Oder jemandem das Rückgrat brechen. Ne? Oder so in dieser Richtung. Das Rückgrat hat eine ganz besondere Bedeutung. Und wenn es nicht so leicht ist, sich in seinem Leben zu errichten, sich im Leben zu behaupten, seine eigene Existenz zu errichten, umso mehr verspannt er sich und natürlich umso mehr ist auch der Rücken angespannt, rund um das Rückgrat.
Und das habe ich erlebt in München in einem Kurs, ja, wo die Frau gesagt hat, also zuerst muss ich was anderes sagen. Frauen, die in ein traditionell geprägtes Haus einheiraten, haben es schwer, sich zu etablieren. Männer, die in einen Betrieb einheiraten, haben es gar nicht so leicht, sich zu etablieren. Sich zu errichten, und dieses Errichten ist ja für mich das Rückgrat, die Wirbelsäule. Und es ist so, wenn das natürlich jetzt lange anhält, dann wird das ein Zwang. Ein Zwang, also ein zwanghaftes Verhalten, so muss man das sagen. Das ist ein Rankerzwang. Aber das gut war, weil es notwendig war. Und solange es notwendig war, war es gut. Aber ein Mensch, der sich so schwer errichtet hat, der so schwer seine Lebensgestalt errichtet hat, der tut sich sehr schwer bei Veränderungen. Er wehrt sich gegen Veränderungen, aber das Leben hat einen erbarmungslosen Veränderungsdruck. Es verlangt Veränderungen. Und dann sträubt man sich gegen diese Veränderungen. Und bei diesem Sträuben habe ich immer so einen Dackel von mir, der nicht gehen will, und dann wird er gezogen und dann sind die Arme ganz steif, die Beine ganz steif, und da gibt es eine Spur im Sand. Dieses Versteifen gegen Veränderungen. Sicherheiten werden angestrebt. Versicherungen ohne Ende. Und an der Haustür sind 4 Schlösser. Ist sogar wie ironisch dazu, aber auf der Terrasse ist die Tür offen. Es gibt dann ein sehr erstarrtes Lebenskonzept. Mit diesem Lebenskonzept kann man sehr schwer Veränderungsanforderungen begegnen. Er versteift sich noch mehr, er wehrt sich dagegen, sich aufgeben zu müssen. Er meint, er gibt sich auf, wenn er diesen Raum verlässt, den er sich so schwer errungen hat. Die Muskeln entlang des Rückgrates sind total gespannt. Es wird natürlich für die Muskeln sehr viel Kalzium verbraucht. Das geht natürlich, der Mangel ist dann natürlich in den Knochen sichtbar. Die Tätigkeit der Knochenbildung, des Eiweißaufbaus wird dadurch eingeschränkt. Natürlich müssen wir auch, vor allem dann bei Frauen, die hormonelle Disposition auch noch sehen. Aber ich habe absichtlich einen jungen Mann für sich, mit 35 Jahren, Osteoporose im Beckenbereich, aber massive Osteoporose mit Schmerzen. Auch das Kreuzbein und das Kreuzdarmbeingelenk war betroffen. Eine Bereinigung vom Schlafplatz, Sie sehen schon, das erste, und die Einnahme der Mineralstoffe nach Dr. Schüssler, bewirkten nach einigen Monaten ein Nachlassen der Schmerzen, aber es war nicht behoben. Dann haben wir weitergesucht und haben eine tragische Grundstruktur zutage gebracht. Es war in ihn tief eingegraben, dass er nur dann lebe, wenn er arbeitet. Weil nur das von den Menschen gesehen wird. Und es war sozusagen, er wurde nur bemerkt, wahrgenommen, nur als Arbeitsmaschine. So drückte er förmlich seine körperliche Schinderei in das Blickfeld seiner Umgebung, damit ihm gesagt wurde, ja, es gibt dich, weil du arbeitest. So. Und er konnte am Sonntag auf seiner Hausbank nicht sitzen bleiben, wenn Spaziergänger vorbeikamen. Also ich habe Männer erlebt, die können am Sonntag nicht, also am Werktag, nicht spazieren gehen in ihrem Dorf. Noch immer nicht. Und er hat nicht einmal am Sonntag sitzen bleiben können, wenn Spaziergänger vorbeikamen. Er hat aufspringen müssen, ins Haus verschwinden, damit er nicht untätig wahrgenommen wird. So. Und die schwierigsten Konflikte sind natürlich entstanden. Also die schwierigsten Situationen sind entstanden, wie ich ihn mit einem Konflikt konfrontiert habe. Er hat nämlich behauptet, seine Familie wäre das Wertvollste, was er hat. Was es in seinem Leben gibt. Dann habe ich ihn auf seine Unglaubwürdigkeit hingewiesen, da er jedes Wochenende gearbeitet hat und seiner Familie keine Zeit gewidmet hat. Und auf diese
Konfrontation hin hat er die Begleitung ein halbes Jahr abgebrochen. Er hat aber die Mineralstoffe und das Kränkel, Enkelkränkel natürlich weiter, hat er weiter sich versorgt, geschmiert. Nach einem halben Jahr hat er sich irgendwie aus der Struktur herausgearbeitet. Er kam wieder zur Beratung. Aber überzeugend war die Konsequenz, wie er dies alles konsequent durchgeführt hat. Nach 2 Jahren zeigt die Untersuchung der Knochen eine bessere Werte und nach 3 Jahren war es weitestgehend ausgeheilt. Wenn man jetzt aber, und natürlich bei Osteoporose denkt man an Frauen, keine Frage, und der Übergang in eine Zeit ohne Regel, ohne Menstruation, ist für viele Frauen eine große Krise. Wer bin ich denn dann noch, wenn ich nicht mehr gebärfähig bin, wenn ich keine Regel mehr habe, wenn ich in einen neuen Raum eintreten muss? Ich bin immer wieder beim Hermann Hesse mit seinem Gedicht Stufen. Es hat ja große Anstrengung bedurft. Einer großen Anstrengung bedurft. Ja, das eigene Leben. Manchmal nur ansatzweise aufzurichten, die eigene Lebensgestalt zu finden, nicht am Mann draufzukleben oder die Ergänzung zum Mann zu sein oder die bessere Hälfte oder was immer, das eigene Leben, die eigene Lebensgestalt zu entwickeln. Hat viel Kraft gekostet. Und dazu alles noch in einer Welt, in der die männliche Hemisphäre immer noch vorherrschend ist. Das, was als männliche Hemisphäre beschrieben wird, das wird bei der Nummer 4 noch gesondert ausgeführt werden. Die Chinesen sehen, und jetzt einmal das Positive, sehen im Wechsel, also im Klimakterium, und dann in der Menopause. Tolles Buch geschrieben, wo das ausgeführt wird. Die Sinnfindung nach den Kindern für die Frau. Sinn. Der Mensch braucht Sinn im Leben, ist der Satz von Frankl. Eigentlich heißt es Werte, die du lebst. Und nicht nur die Enkel. Nach der Erkenntnis, dass man sich seine Wirklichkeit schafft. Du lebst in der Welt, die du dir schaffst. Nicht in der Welt, die ist. In der Welt, die du schaffst. Welche Welt schaffst du dir? Auch diese Einstellung hat eine Bedeutung zu Gesundheit und Wohlbefinden. Und das Rückgrat, das auf der körperlichen Ebene für mich die Person widerspiegelt, braucht eben auch eine Entlastung. Eine Entlastung auch mit dem Gelenkecreme, aber natürlich auch eine Entlastung für Veränderungen, für Beweglichkeit. Nicht festhalten an einer Lebensgestalt. Das Leben besteht einfach im Wechsel der Lebensräume. Und da sollte sich dann die tiefliegende existenzielle Angst lösen. Und dann werden die Mittel auch gut helfen. In unserem Fall die Mineralstoffe. Es gibt ja auch genügend andere Mittel, die das Klimakterium, dem Klimakterium gut helfen sollen. Aber wesentlich ist auch die Lockerung, die Lösung, vor allem auch der Angst, die spannt. Und die befreiende Affirmation heißt hier, ich darf grundsätzlich davon ausgehen, dass mich der andere sieht und meine Bedürfnisse wahrnimmt. Dass mich der andere sieht und meine Bedürfnisse wahrnimmt. Und so sehen Sie, ich hoffe, ich habe das so ausführen können, dass Sie den Zusammenhang von psychischer Situation und körperlicher Befindlichkeit, dass das über die Ebenen vom Bewusstsein, von den Farben, von der Energie, von den Gefühlen bis in den Körper sich auswirkt. Und auf all diesen Ebenen finden ja die Phänomene des Lebens statt. Ich wünsche einen gute Verdauung, sage ich dann immer am Schluss. Ich wünsche, dass Sie sich vielleicht doch noch ein bisschen damit beschäftigen.
Am Mittwoch geht es dann um die nächsten 5 Mineralstoffe, wo wir uns genau anschauen, was für Bedeutung haben psychische Probleme, psychische Zwänge, würde ich gern sagen, oder Tyrannen, die da droben sitzen und uns das Genick informieren, weil wir uns bücken vor diesen Tyrannen, was wir daran arbeiten können. Und es wird noch spannend. Ich hoffe auch für Sie. Danke für die Aufmerksamkeit. Thomas, wir danken dir. Großartig. Wir werden am Freitag, am Mittwoch wieder um 19 Uhr starten. Ihr kriegt wieder alle eine Einladung davor. Ich versuche es wieder auf 2 Ebenen, weil es bei ein paar nicht so funktioniert hat heute. Und dann behandeln wir als erstes, glaube ich, die Nummer 3, Ferrum Phosphoricum, oder Thomas? Ist ja, ja. 3, 4, 5, 6, 7. Genau, aber du hast ja keine Einführung. Also es muss jetzt niemand schwitzen, dass er bis Mitternacht dann da sitzen muss. Also, ja, könnte ich aber spielend machen. Also ihr müsst das Tolle bei so einem Meeting, man kann ja dazwischen mal abhauen. Wir wissen ja jetzt gar nicht, wie viel präsent waren, aber es war fulminant spannend. Und nochmal zu diesem Skript, ich schreibe dazwischen immer ein bisschen was in den Chat rein. Zu diesem Skript am Mittwoch, also am Quatsch, am Montag nach Beendigung des dritten. Aber jetzt habe ich eine Bitte. Vielleicht könntest du jetzt schon dieses Manuskript mitschicken. Was heißt jetzt schon? Also heute Nacht noch? Nein, morgen. Ist dir lieber, wenn ich es davor schicke, Thomas? Ja, ja, ruhig. Jetzt vor dem zweiten, dritten Abend. Du bist der Chef. Also dann kann ich allen sagen, morgen bin ich nicht so im Büro, aber morgen Abend beziehungsweise Mittwoch am Vormittag. Ist das recht? Dann schicke ich es davor. Dann kann jeder vielleicht auch ein bisschen mitschreiben. Ich weiß, dass zum Beispiel die Kunigunde das ganz besonders gern hat. Yes, dann machen wir das so, Thomas. Wenn du das sagst, dann schicke ich das Mittwoch in der Früh rund. Ja. Wir freuen uns jetzt schon. Vielen Dank für so viel Wissen und Erfahrung, kommt jetzt in den Chat. Vielen, vielen Dank, schreibt Romina. Wir danken dir, euch allen. Danke fürs Dabeisein. Bis übermorgen. Gleiche Uhrzeit, gleiche Baustelle bei euch auf der Couch. Der Thomas in seinem Büro und ich in meinem Büro. Und wir müssen leider mal Auto fahren. Wir sehen uns wieder. Ist das herrlich. Wir danken. Vielen Dank. Schlaft's gut. Guten Tag. Und nichts mehr essen jetzt. Es ist schon zu spät. Tschüss.